Herzlich willkommen zurück zu Guess My Clip, Folge Nummer 3. Und heute heißt es mal wieder, es gibt Clips von euch zu Hause. Ihr habt mir Clips zukommen lassen und ich habe schon eure Namen verdeckt. Denn jetzt gilt es darum, die Leute hinter den Clips zu erraten. Meine Damen und Herren, es geht los mit dem ersten Clip bei Guess My Clip. Wer versteckt sich hinter diesem Rennerplättschat? Damn. Der Reinhard hat auf jeden Fall Faustdick hinter den Ohren. Und damit, Freunde der Sonne, würde ich mal sagen, es geht los. Welcher Reinhard verbirgt sich hinter diesen grandiosen Play, meine Damen und Herren? Ist es die Nummer 1? Ist es der liebe Axel, der natürlich immer wieder die dicken Shatter raushaut? Ich persönlich, der mal mit dem pinken Skin hier einen raushaut. Cher Beetle Maybe, OGG, Zarin, Tempel, Siefler oder Lopo Lel Popo? Die absolute Legende auf dem Rennen, meine Damen und Herren. Wer könnte es sein? Wer denkt ihr, wer ist es? Ich lasse den Clip noch ein paar Mal laufen und ihr dürft raten mit den Zahlen 1 bis 8 in den Chat. Und mal gucken, ob ihr am Ende richtig liegt. Nutzt alle Informationen, die ihr in diesem Clip seht. Alle Informationen nutzen, Chat. Ihr habt gewotet und ihr denkt, es ist der liebe Axel, der so einen rausschallert. Und dann würde ich mal sagen, dann schauen wir uns doch einfach mal den Clip hier an und mal gucken, ob ihr richtig liegt, Chat. Freunde, es ist der liebe Axel. Ihr seid richtig. Applaus, Applaus. Schön gemacht. Schmaxe, die geile Socke, natürlich ist der hier mit der Animation-Kennzahl am Start. Axel, der sie alle umkloppt und damit ein 1:0 für euch, Chat. 1:0 für euch. Junge, Applaus, Applaus, Applaus. Sehr schön. Jetzt gibt's aber mal was ganz anderes, Freunde. Und das wird der Zerin wahrscheinlich auch direkt merken. Freunde der Sonne, ich will gerne von euch wissen, Freunde, was passiert in diesem Clip? Echo Mercy. Es ist der liebe Damien auf dem Ball unterwegs. Er ist oben rechts auf der Treppe und auf einmal kommt ein McCree mit Mercy Damage Boost um die Ecke. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist die große Frage: Was passiert als nächstes? Wird der Ball des grauen Skirs one-shotted von dem McCree, weil er den Damage Boost dabei hat und der McCree eine Flashbang rechts die Kombination auf ihn setzt? Wird er versuchen, von der Situation rauszukommen und dann einfach von der Map runterfliegen, weil ihr wisst ja, rechts, das ist ein ganz schön weiter Weg. McCree wird irgendwie geboopt und der Ball kommt sogar davon. Oder McCree rollt sich einfach von der Map, weil er irgendwie ein bisschen PP-Geist, Chat. Ihr könnt voten mit 1:4. Was passiert als nächstes in diesem Moment, meine Damen und Herren? 1-4, bitte in den Chat. Mal schauen, ob ihr am Ende richtig liegt. Tja, dann wollen wir mal schauen, was der Damien damit mit der Ratte, mit dem Ball gemacht hat, Freunde. Gucken wir uns mal die Auflösung an. Echo Mercy. Oh, I fed. I got a McCree. Okay. Freunde, er hat einfach den McCree runtergeboopt und damit ist eure Antwort leider falsch. Einfach Damien schubst hier irgendwie den McCree runter. Keine Ahnung wie, was, wo. Aber der McCree, der wurde ordentlich gehopst. Supporter haben nicht immer die Option, dicke Plays zu machen, alright? Nicht immer. Aber immer öfter, Chat. Und mal gucken, ob ihr raten könnt, wer dieses geisteskranke Support-Play gemacht hat, Chat. Heroes never die. You're powered up. Get in there. I'm unstoppable. Helden sterben nicht. I'm on fire. Damn, meine Damen und Herren. Wer ist diese kranke Mercy, meine Damen und Herren? Wer bekommt den Nano-Boost ab und schießt hier einfach alle kurz und klein? Alright, Jay. Ihr denkt also, dass das hier der liebe Venom ist, Chat. Gucken wir uns doch einfach mal die Lösung an. Alright? Seid ihr ready? Freunde der Sonne? Es ist Kaori. Ein
zu zwei Stichs damit, Freunde. Kaori mit der DPS-Mercy, meine Damen und Herren. Holt sich hier den Clip. Aber leider nicht die Box. Goddamn. Kaori. Hat er schon letztes Mal ein paar DPS-Clips? Letztes Mal war die Widow und jetzt ist er die Mercy. Und der nächste Clip, der ist ein Junkrat-Clip. Und ihr müsst erraten, wer das ist, Freunde. Clip ab. Ach du heiliger Bimbam, wer zum Teufel nutzt sein Reifen bitte durch den Teleporter? Holy shit, meine Damen und Herren! Wer ist diese Ratte? Wer ist diese Ratte, Freunde? Ihr dürft einmal gerne raten, wer das sein könnte. Wer spielt so einen Junkrat und nutzt sogar den Teleporter von Symmetra, um seinen Reifen besser zu positionieren? Nutzt alle Informationen, die ihr habt, Finn. Alle Informationen, die ihr habt. Es ist ein Platin-Rahmen-Spieler mit 3 Sterne. Junkrat. Red Cell-Fan auf der anderen Seite. Oder noch mehrere Namen. Könnt ihr gerne gucken. Wer könnte das sein? Wer würde so eine Ratte spielen? 90,5%. Freunde, da seid ihr euch aber absolut sicher. Da seid ihr euch ja bombensicher. Granatensicher. Wenn man es wie die Ratte sagen wollen würde. Ich würde sagen, Freunde. Ihr habt recht, Freunde. Ein Riesenapplaus an euch, Freunde. Es ist der liebe Scrux. Der Scrux mit der Ratte nutzt den Teleporter zu seinem Vorteil. Haut einfach die Backline rein. Killt gleich 3. Und damit, Freunde, steht es 3-2 für den Chat, Freunde. Sehr gut geraten. Der liebe Scrux hier mit dem Junkrat, Freunde. Natürlich ist er das. Natürlich. Es gibt auf jeden Fall ein paar Lucio-Spieler, die auch in der schlimmsten Situation es schaffen, mit Lucio den maximalen Value rauszubekommen. Aber wie sieht es aus, wenn du als Lucio plötzlich vor deiner Ana springst und den Nanoboost klaust? Welcher Lucio würde mit dem Nanoboost so ein Play machen, Chat? Freunde, wer ist dieser Lucio? Freunde, ihr dürft gerne einmal voten. Bitte 1 bis 10. Welcher Lucio ist so rasant schnell unterwegs mit dem Nanoboost und haut sie alle kurz und klein, macht die ganzen Kills. Ihr geht da einfach direkt rein und gewinnt den Teamfight alleine. Wer ist das, Chat? Wer ist dieser Lucio? Wer ist das, Chat? Wer ist das? Also, ihr sagt, dieser Lucio kann nur eine Person sein. Und zwar sagt ihr, es ist die liebe Lisa. Lisa bekannt für ihren Lucio, bekannt für ihre rasanten Plays. Aber ob sie es wirklich ist, das erfahren wir jetzt. Where's the man? Hello? Where's the low pepper? Lucio! No, fuck him, fuck him! No, coming. Okay, we let's go. Freunde, ihr lagt falsch. Das ist der liebe Thunder. Thunder mit dem Lucio Place, Junge. Moose. Damn, Moose. Ob Moose in der Lage... Ob Moose Clips hier reinsinnet, Freunde? Was meint ihr? Naja, ich lasse es euch entscheiden, denn ich zeige euch einfach mal den nächsten Clip, meine Damen und Herren. Und ihr dürft raten, wer ist dieses Schwein? Bum, bum, bum. Dreimal geklickt. Und das ist der vierte. Quadra Kill mit dem Schwein, meine Damen und Herren. Einfach so. Und deshalb, meine Damen und Herren, wer ist dieses Schwein? Ihr dürft gerne einmal voten, Freunde, und ich zeige euch nochmal den Clip.
Wer würde mit Rotok einfach so einen Vierfach-Kill machen? Nutzt alle Informationen, denn das hier ist ein Vierfach-Kill. 3 Kills mit Rechtsklick alone. Einfach nur bum bum bum, Rechtsklick. Und das Spiel auf Deutsch. Wer hat das Spiel auf Deutsch? Wer hat das Spiel auf Deutsch? Wer ist so ein Schwein? Ihr sagt also, der liebe Unique, dieser Rotok, Freunde der Sonne, der liebe Unique, der hat's drauf, der macht solche Plays, der macht solche Rechtsklick und der haut so einen raus. Ja, dann schauen wir doch einfach mal die Auflösung an, oder Chat? Wer ist es? Ich würde sagen, ihr lag mit Unique richtig, Chat. Das ist der liebe Unique und der hat mit dem Rotok mal ganz schön gepoppt. Freunde, 4-3 für Chat. 4-3. Das heißt, ihr seid jetzt endlich mal wieder vorne. Chat ist vorne. Der Sub ist so gut wie gesichert. Doch es wartet noch eine Frage auf mich. Ein Clip noch. Und wer auch hier einen Clip einsenden würde. Freunde, any Ballplayers in den Chat? Meine Damen und Herren, der letzte Clip für heute. Wer ist das? Wer würde so die Leute runterkicken? Meine Damen und Herren, ihr dürft gerne die Frage beantworten. Wer ist dieser Ballspieler? Wer könnte das sein? Wer hat mit dem Ball die Kraft dazu, einfach mal so den Rotok in den Abgrund zu stoßen, Freunde? Wer macht solche Plays? Wer ist so rasant unterwegs? Macht das im Handumdrehen. Freunde, ihr könnt voten mit 1-8. Einfach in den Chat. Mal schauen, wer das ist. Cashy Cash gestorben. Wichtige Info. Oh, Yoshi hat aufgepasst. Viewer Games, lowere Elo. Wer würde bei Cashy Cash mitmachen? Wer würde bei Cashy Cash mitmachen? Wer könnte das sein, Chat? 4-3 steht's für euch, Chat. Ihr könnt jetzt nochmal drawen, aber ihr habt euch entschieden. Meine Damen und Herren, ihr denkt mit einem Votunterschied, dass es Vasi ist. Vasi, der eigentlich bekannt ist für seine Widowmaker. Aber ob er wirklich dieser Ball hier ist, Freunde? Ich würde sagen, ja sicher, Junge. Vasi, meine Damen und Herren. Ihr seid richtig und damit hat Chat mal gewonnen. 5-3, meine Damen und Herren. Absolut insane. Macht bei den Führungen mit und reißt alle nieder, meine Damen und Herren. Das war diese Episode von Guess My Clip. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt und eure Clips einsenden wollt und mal wollt, dass wir darüber raten, dann schaut gerne unten in der Beschreibung, da ist der Link. Oder auch im Stream, Ausrufezeichen GMC, dann kriegt ihr auch den Link. Da stehen alle Regeln, alles, was ihr beachten müsst. Ihr könnt eure Clips einsenden und dann können wir das nächste Mal drüber raten. Jeden Freitag, 18 Uhr, live im Stream. Seid dabei und bis dann. Ciao.